Was geht, Leute? Hier ist wieder euer Benix Asozial und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar im Summer's War, wie wir schon sehen. Deutsch läuft direkt bei den ersten 10 Sekunden. Auf jeden Fall, was wir heute machen. Bisschen TOA habe ich gedacht. Ja, bisschen. Vielleicht die ersten 30 Ebenen. Mal schauen, wie gut wir jetzt mit der Zeit kommen. Leider haben wir keine Gildenkämpfe schon erledigt. Genau wie Belagerungskämpfe habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Ja gut, hier hat man nicht so einen Überblick. Aber auf jeden Fall, was habe ich diese Woche vor? TOA grinden. Ich werde jetzt euch mitnehmen bei den ersten 30 Ebenen oder 20, je nachdem. Und werde wahrscheinlich Offcam dann später bis 50 kommen und dann wieder ab 50 aufnehmen, weil wir ja schon gesehen haben, ich komme easy bis 50. So. Aber ich zeige euch natürlich nicht das normale TOA jetzt, sondern TOA Hard, weil ja, wäre ganz minimal spannender als das normale TOA. So, genau. Ich habe auch noch ein bisschen Steine angespart. Das zeige ich ganz schnell. Nein, natürlich hier. So. Jetzt haben wir schon 283. Ich habe mir Folgendes überlegt. Sollte ich entweder jetzt riskieren oder nicht? Weil den habe ich schon. Den auch. Und wird ziemlich unnötig, ne? Also ich kann nicht wirklich profitieren, außer wenn ich jetzt Lucian bekommen würde. Was ich wahrscheinlich nicht bekomme. Also lassen wir es einfach für die zweite Woche hier. Wie ihr seht. Ich habe euch schon letztes Mal angekündigt, es wird ein großes Opening geben. Huhu, den Sniper möchte ich unbedingt haben. Genau wie die hier. Und ja, Beretta ist auch ganz nett. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir den noch benutzen können 2019, aber ist nicht schlecht. Habe ich schon den Licht-Chakram-Tänzerin, die eigentlich denselben Job erfüllt, wenn nicht sogar besser, meiner Meinung nach. Aber ja, scheiß drauf. Bevor wir jetzt zu viel Zeit verlieren, beginnen wir mal ein bisschen. So. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt ein Speed-Team. Also das Schnellste, was ich machen könnte, ist jetzt die hier. Wer kann noch AoE attacken? Sehr gut. Machen wir das so? Können wir machen. Ja. Was gibt's eigentlich sonst noch zu erzählen, meine Freunde? Auf jeden Fall haben Fusion, ich und auch ein Kollege von uns vor Borderlands 3 zu Let's Playen. Leider haben wir es nicht geschafft, am Release Day etwas zu droppen, weil einer von uns das Spiel noch nicht hatte. Aber auf jeden Fall wird es bald Zeit. Ich denke, spätestens in einer Woche kommt bestimmt schon der erste Part. Seid unbedingt darauf gespannt. Es wird richtig geil. Da bin ich mir safe sicher. Ich werde es auf jeden Fall immer Let's Playen. Also sprich, ich werde es durchspielen. Ob Fusion weiterhin Bock drauf hat, weiß ich nicht. Das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass er mit uns gemeinsam das Abenteuer bestreitet. Und unser Kollege wird einfach ab und zu dabei sein. Ich hoffe natürlich, dass er immer kann. Sonst wird es ja zu lange mit den Videos. Sonst wäre es vielleicht eine, zwei Folgen pro Tag, pro Woche, das wäre schon ein bisschen allzu lange. Und Ratchet & Clank wird auf jeden Fall bald safe fortgeführt. Keine Angst, das habe ich nicht vergessen. Ich habe nur ein bisschen Motivation verloren, weil ich zu viel Ratchet & Clank auf einmal gespielt habe. Und ja, ihr wollt ja nicht unbedingt sehen, wie ich keinen Bock auf das Spiel habe und es trotzdem spiele, ne?
das tue ich mir lieber nicht an. Dann warte ich lieber, nehme mir lieber die ein, zwei Wochen Zeit, damit ich wieder Bock auf das Spiel habe. Aber es wird auf jeden Fall auch die nächsten Wochen beendet, das Projekt. Ob wir noch den Herausforderungsmodus bringen, das weiß ich leider nicht, wie ich schon am Anfang angekündigt habe, weil Borderlands 3 gerade draußen ist. Und ja. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass Samus War immer ein Daily Upload am Montag hat. Ich habe mir ein bisschen schon überlegt, was für ein Tag ich immer Samus War bringe. Und bis jetzt war es zufälligerweise immer an einem Montag. Darum habe ich mir überlegt, dass ich es einfach nicht, dass ich einfach Montag immer Summoners War Videos bringe. Eigentlich. So, damit ihr es gehört habt. Jeden Montag um 12 Uhr. Wenn nicht 12 Uhr, dann irgendwann abends. Aber sonst ist eigentlich immer 12 Uhr geplant. Ein Summoners War Video. Und was kann ich sonst noch sagen? Sonst sollte eigentlich immer ein Daily Upload folgen. Na klar, kann ab und zu sein, dass ein, zwei Tagen mal nichts kommt. Das liegt einfach daran, dass wir beide beschäftigt sind mit der Arbeit, mit der Schule. Aber sonst würde eigentlich immer ein Daily Upload folgen. Bei mir wäre es eigentlich immer um 12 Uhr. Und bei Fusion kann es variieren. Kann verschieden sein, wenn es kann auch sein, dass er mal um 12 Uhr ein Video droppt, aber eigentlich, ja, ist es so, wie ich es gerade gesagt habe. Sonst, was ich auch noch angekündigt habe, ich glaube, das war bei der letzten Folge Samus War. Ich will mich jetzt nicht zu weit von dem Fenster lehnen, aber da habe ich gesagt, dass wir sehr viel Modern Warfare zusammenspielen werden und das wird auch immer noch so bleiben. Ich habe die Beta gespielt, leider kam es nicht dazu, dass ich mit Fusion zusammen spielen konnte, weil wir leider verschiedene Arbeitszeiten haben. Und wenn er arbeitet, habe ich frei, genauso umgekehrt. Und das Beta war gerade an einem ungünstigen Zeitpunkt von meiner Seite aus und auch von ihm. Er hatte zum Beispiel frei, wenn ich arbeiten musste und und. Natürlich, der Sonntag war da, aber nicht jeden Sonntag. Bin ich oder ist irgendein Mensch faul zu Hause? Das kennt ihr auf jeden Fall. Aber ja, man hat ja eh Zeit, wenn das Spiel rauskommt. So. Ja, was ich schon sagen kann, ich habe schon ein bisschen Borderlands angezockt. Ich habe noch nicht allzu viel angezockt. Ich bemühe mich auf jeden Fall nicht allzu viel anzocken. Das heißt, es wird leider kein Blind Let's Play sein, bis ungefähr die Spielhälfte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo die Spielhälfte ist, aber ja. Ich will nichts spoilern, ne? Auf jeden Fall werde ich das auch direkt sagen, sobald die erste Folge Borderlands hochgeladen wird, beziehungsweise in der Folge wird direkt gesagt, dass ich das schon gespielt habe, bis zu einem Zeitpunkt natürlich, wo ich es nicht mehr gespielt habe, werde ich es auch dann erzählen. Ja. Aber sonst kommen wir zurück zu dem Thema Summoners War. Wie gesagt, ein Opening wird folgen. Das wäre dann unser zweites Opening im Summoners War, soviel ich weiß. Ja. Doch, sollte unser zweites sein. Also, ja. Dann werde ich hoffentlich irgendwas bekommen, was ich unbedingt gebrauchen könnte, sonst wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Also ich nicht, aber mein Geldbeutel. So. Muss mir kurz einen Schluck gönnen. So. Geht eigentlich ganz flott. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, vielleicht, ob ich einfach jeden Montag also, was heißt. Nee, wie kann ich das erklären? Dass ich jetzt immer, wenn ich ein Video vorbereite, für Summoners War, ob ich vielleicht immer, so wie jetzt gerade, so kleine Plauder, also Minute, oder wie man das nennen mag, machen könnte, indem ich einfach 10 oder 20 Etagen
TOA mache, ganz am Anfang oder ganz am Schluss. Obwohl es eigentlich eher sinngemäß am Anfang wäre, weil ich dann immer quasi wie einen Wochenrückblick machen könnte. Ich glaube, das wäre sogar geil. Ich weiß nicht. Schreibt's in den Kommentaren, wenn ihr wollt, aber wäre doch sicher geil, wenn ich immer ein bisschen TOA grinde und dann einfach erzähle, ey, was lief gerade in der Woche ab bei uns, was wird folgen, wo gab es Schwierigkeiten und und. Aber auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass die letzte Woche ein bisschen schwierig war, meiner Seite aus. Wie ihr gesehen habt, habe ich nicht, also habe ich wirklich, nee, es nicht geschafft, Daily Uploads zu bringen. Das liegt daran, dass ich gar keine Motivation auf Ratchet & Clank hatte. Und wie ich vorher euch schon gesagt habe, möchte ich es mir selber nicht erzwingen. Und es wird auch scheiße aussehen, um zuzuschauen, wie ich unmotiviert Ratchet & Clank spiele. Deswegen habe ich auch lieber nichts aufgenommen, als etwas aufzunehmen, was nicht so allzu Spaß macht mit anzusehen. Aber sonst habe ich auch nur ein Summoners War Video rausgebracht. Ich glaube, dann habe ich nichts mehr gemacht. Leider Fusion wieder zu viel gegrindet und nicht zu wenig. Aber ist ja nicht schlimm, weil er wird eh in die Ferien gehen. Ich glaube, übernächste Woche schon. Oder nächste Woche schon. Nein, ich glaube, nächste Woche, ja. Das heißt, dann werde ich quasi alles übernehmen. Ups, das habe ich aus Versehen weggeklickt. So. Was ich auch noch neu habe in Summoners War, ist ein neues Giants-Team. Es ist nicht zu viel ausgewechselt, es ist eigentlich nur ein Monster. Ich glaube, das zeige ich direkt nach der Stage. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es schneller sein wird oder safer. Ich habe es nur just for fun ausprobiert, um zu sehen, ob es vielleicht möglicherweise schneller ist, besser ist. Keine Ahnung. Irgendwie ist es besser. Ich habe die letzte Woche nur mit diesem Team Giants gemacht. Sehr schade für Melia, weil ich Melia leider nicht mehr gebraucht habe. Ich dachte, Melia wäre übelst nützlich und geile Kombination mit Crow, aber scheinbar gibt es eine bessere. Und zwar die hier. Also, ja, ob die wirklich besser ist, weiß ich nicht, aber bei mir schon. Natürlich hängt es immer davon ab, wie man die geruhnt hat und so weiter. Aber mit diesem Team, keine Ahnung. Also, wenn ich mit dem anderen Team spiele, dann ist die Erfolgsrate ungefähr 70%. Also. Oh, shit. Ich hoffe, man hat jetzt den Wecker nicht so laut gehört. Ich glaube, in jedem Summoners War Video hat man meinen Wecker gehört. Ja, nee, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Ah, genau. 70% Chance ungefähr. Sprich, dass ich eigentlich es solide immer schaffe, in guter Zeit. Aber es kann auch sein, dass ich erstmal verkacke. Aber bei diesem Team muss ich echt sagen, keine Ahnung wie, aber es ist schneller und besser. Und ich mache eigentlich weniger Debuffs als vorher. Sprich, Crow verteilt eigentlich weniger Schaden, aber trotzdem ist das Team schneller. Ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, wegen Lapis, weil die einfach noch eine Chance hat, Defense zu breaken, falls es, boah, wie heißt sie schon wieder? Die Lichtcowgirl. Megan? Nein, nicht Megan. Lauren, genau. Falls Lauren jetzt nicht den Defense Break trifft, kann Lapis ihn treffen. Aber eigentlich sollte Lauren immer den Debuff treffen. Aber ist ja nur ein kleiner Bonus. Aber auf jeden Fall, was halt das Geile dran ist, ist einfach, ja, dass es jetzt gestorben ist. Nee, dass es einfach AOE Dingens hat. Attack Power Reduce mit dem ersten und dritten Skill. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einfach das sicherer macht, weil dann der Giant
keinen Angriff mehr so leicht bekommt. Und auch, nicht den Giant, der, die zwei Kristalle, dass die nicht procken quasi, dass die nicht, oh, das habe ich außerdem nochmal geschaut. Ja, ist nicht schlimm. Dass die quasi nicht nochmal den Giant, Angriff-Buff bekommt und dass wir nicht den Defense-Debuff bekommen. Klar, Melia macht das auch, aber nur einmal. Und beim zweiten, wie sagt man, beim zweiten Skill. Aber ihr seht, läuft eigentlich übelst gut, finde ich. Es wundert mich ehrlich gesagt immer noch, dass das Team schneller ist. Ich habe sogar einen neuen Rekord mit diesem Team gemacht. Ich glaube 1,22 oder irgend so etwas. Irgend so etwas. Da habe ich außerdem den Schweiß aus mir rausgelassen. Da muss ich übelst los. So. Ja, eigentlich easy, ne? Das Team geht durch. Sehr einfach. So, was kann ich sonst noch erwähnen? Ach ja, genau. Und zwar der Fortschritt beim Dragon Team. Das zeige ich direkt nach dem Giants Fight. Und zwar habe ich jetzt den Barbarenkönig Wasser beziehungsweise Aegir auf Level 35 gebracht. Noch nicht erweckt, leider. Dann habe ich noch. Boah, wie heißen die denn? Ich glaube, allmächtige Beschwörungsstücke. Das weiß ich leider nicht mehr auswendig, wie ich das jetzt erklären könnte. Am besten, ich zeige es euch direkt. Ah, ne, hier. 1 Minute 23. Das ist das Rekord mit diesem Team. Und Durchschnitt ist ungefähr 1,45. Beim anderen Team war der Durchschnitt ungefähr 2 Minuten 20. Das macht schon vieles aus. Natürlich, ab und zu ist das Team schnell genug, wenn es viele Crits landet. Sonst ja. Wo muss ich jetzt? Genau hier. Guildenshop. So, und zwar kaufe ich immer im Guildenshop. Eigentlich mache ich das nie, aber hier. Allmächtiges Beschwörungsstück. Ich habe schon 15 Stück. Natürlich, Leute, greift immer zum Ifrit. Wirklich sehr wichtig. Aber eigentlich schaue ich immer, dass ich den Regenbogenmon kaufe und den Ifrit. Aber jetzt warte ich kurz mit dem Ifrit und hole den allmächtiges Beschwörungsstück, weil ich das eher gebrauchen könnte, gerade, als ein Ifrit. Klar, Ifrit immer gut, also die verschiedenen Ifrits. Aber jetzt in meinem Zustand auch natürlich, aber nicht, es garantiert mir nicht den Ifrit, den ich haben will. Ich möchte nämlich gerne den Wasser-Ifrit. Und ja. Ah, nee. Ah, doch. Und zwar hier im. Den anderen Gilden-Shop. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, hier, ihr seht schon, Gilden-Magie-Shop. Warte ich immer, bis hier ein Isaac kommt. Das wäre dann den hier. So, natürlich nicht mehr verklicken. So. Ach, und ihr seht schon, was das Beschwörungsstück macht. Seht ihr das Grüne? Eigentlich habe ich nur 27 Stück. Aber es kann bis auf 25 Stück quasi ersetzen. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu scheiße erklärt, aber ja. Hier seht's. Isaac habe ich schon 20 Stück, also ein Wasser-Halloween-Kürbis, schon 20 Stück. Und ich brauche den nur noch einmal kaufen, weil beim Einkauf bekommt man 10 Stück. Dann habe ich 30. Und dann fehlen mir quasi nur noch 20 Beschwörungsstücke. Ach, ich muss dann eigentlich nur noch einmal den holen, ne? Man bekommt 5 Stück. Oder? Ah ja. Ich muss ihn nur noch. Ups. Ich dachte, ich muss ihn noch zweimal holen. Nee, einmal holen noch. Und dann muss ich noch irgendwie Glück haben, dass ich den hier bekomme. Hier habe ich übrigens auch den Aegir bekommen, also den Wasserbarbaren. Leute, was ich auf jeden Fall euch als Tipp garantieren könnte, das ist wirklich
sehr hilfreich. Kauft euch jedes 4-Sterne-Monster, das hier auftaucht. Ab und zu sogar 3-Sterne-Monster. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ist immer gut. Ja. Ich habe schon 2 auf 5 Sterne gemacht, damit ich bald wieder den Sixstar machen kann. Auf jeden Fall nächste Woche, Montag, vielleicht, nicht 100%, aber vielleicht werden wir schon Isaac auf Sixstar haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich entweder ihn auf Sixstar oder die hier. Kein anderer. Entweder der, die oder Isaac. Natürlich hängt das vom Glück ab. Warum Isaac? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schon letztes Mal erklärt habe, aber was an Isaac so geil ist. Natürlich suchen wir ihn schnell. Komm, lad. Lädt ein bisschen schneller. Lad ein bisschen schneller. So. Ist einfach nur das hier. Stiehlt dem gegnerischen Ziel bei einem Treffer einen vorteilhaften Effekt. Dein Angriffstempo steigt entsprechend der vorteiligen Effekte, die du besitzt. Also erstens, also dass Isaac, wenn er einen Angriff macht, einen vorteilhaften Effekt von einem Gegner klaut, das ist schon eigentlich solide, ganz gut, ganz stark. Aber dann, dass der Angriffstempo noch steigt, ansprechend der vorteiligen Effekte, die man besitzt, das ist auch noch ein bisschen noch geiler. Und was, wisst ihr, was noch geiler ist? Das hier. Ich greife dreimal an. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Sprich, ich kann drei Effekte maximal klauen. Das dann natürlich hängt zum Accuracy ab, aber ich spiele ihn mit 100% Accuracy. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und nicht anders. Und das ist auch noch übelst geil. Erhöhtes Angriffstempo und kritische Rate aller Verbündete. Abklingszeit 4 Runden und das muss man nur einmal skill upen. Boom. Das hier. Ich weiß nicht mal, ob ich das skill upen muss. Also, perfektes Monster direkt. Ich muss nur das hier skill upen. Das ist erstmal unwichtig. Und dann auch das hier. Erhöht die Genauigkeit für müde Monster in Dungeons um 40%. Cool, kann man gebrauchen. Natürlich gibt es bessere Dungeon Leader Skills, aber kann man gebrauchen. Ist okay. Also, Top-Monster finde ich. Und wie ich schon gesehen habe, warum bin ich jetzt weggegangen? Ist das hier Nutzungsinfo? Ich habe mich ein bisschen hier orientiert und werde wahrscheinlich dieses Team machen. Boah, ich hoffe, man sieht meine Maus. Aber sonst erkläre ich euch einfach. Werde Lauren, die zwei Twins und Isaac. Und wahrscheinlich werde ich Lauren ersetzen durch den Barbarenkönig. Habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Aber wir testen eh alles aus. Aber ich freue mich so hart auf Isaac, ne? Das glaubt ihr mir nicht, Leute. Ja. Genau, kommen wir zurück zum TOA. Boah, ich hoffe, dieser Part wird jetzt nicht zu lange dauern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie weit wir jetzt sind. Ich denke mal 10 Minuten, 15 Minuten. Ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall direkt merken, dass ich, beziehungsweise dass die Summoners War Folgen immer ein bisschen länger sind als alle anderen Projekte. Eigentlich. Außer halt Summoning Sessions. Also Openings. Aber ne, ich freue mich, wenn ich Isaac habe. So. 11 haben wir auch, easy clear. Natürlich, die sind nur Level 30. Ich glaube, wir hören bei 15 auf. Dann soll es schon gut sein. Ich werde dann Offcam so weitermachen, bis es dann
bisschen schwieriger aussieht, beziehungsweise bis es dann in meinem Level ist, da einfach da, wo es schon ein bisschen spannender wird, sprich bis die Monster auch Level 40 sind. Ich glaube, die werden schon 40 bei Stage 30. Ich sehe es ja dann auf Cam. Dann spiele ich einfach bis dahin, wo die Level 40 sind. Und ab da wird es dann wieder aufgenommen. Und beim nächsten Montag, wie gesagt, hoffe ich schon, dass ich ein Isaac habe. Ich hoffe es. Warte, wenn jetzt ein Isaac dabei ist, mache ich es direkt. Beschwörung. Hab mir Bock drauf. Aber ich glaube nicht, dass Isaac dabei ist. Nee, leider nicht. Schade, schade, schade. Was macht der denn eigentlich? Baut eine Runde lang ein Schild mit 20% deinem Maximum. Ja, ist auch so. Ist okay. Wollte das nur wissen. Und zurück zum TOA. So. Nee, aber sonst bin ich übelst zufrieden mit diesem Account. Ich spiele sogar mehr mit diesem Account als mit meinem Main-Account. Beziehungsweise ist das mein Main-Account geworden. Weil ich. Keine Ahnung, wie kann man das erklären? Wenn man zum ersten Mal ein Spiel spielt, spielt man es irgendwie immer komischer, als wenn man es beim zweiten Mal nochmal spielt. Weil man dann schon die Vorerfahrung hat und so weiter. Und beim anderen Account habe ich ehrlich gesagt alles falsch gemacht. Und hier mache ich alles komplett richtig, finde ich auf jeden Fall. Ich meine, es dauert nicht mehr lang und ich habe schon Dragon Team. Bin super gehypt. Geht nicht mehr allzu lange. Aber naja. So. Das Team geht locker flockig durch. Was für Monster möchte ich jetzt unbedingt haben? Also, habe ich mir auch so gerade überlegt. Wenn ich jetzt so eine Monsterliste sagen müsste, wäre es auf jeden Fall Isaac, wie gesagt. Lucian. Tisharion. Dauert einfach nur ein bisschen. Ich glaube, ich habe schon 5 Stücke von 10. Beziehungsweise 50 von 100. Tisharion ist das bessere Isaac. Aber trotzdem ist Isaac nicht schlecht. Das einzige Geile, was an Tisharion ist, ist, dass was gestohlen wird, nicht auf sich selbst bezogen wird, sondern auf das ganze Team. Boah, Jungs, das wird so geil noch, Summoner's War. Ihr merkt schon, ich bin wirklich motiviert, das Spiel immer noch zu spielen, zu hart zu grinden. Auch nicht. Wenn ich Pause habe bei der Arbeit, grinde ich das, wenn ich beim Essen bin, wenn ich bei Animes schauen bin, wenn ich bei was anderes zocken bin. Naja. Nee, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, eins der besten Handy-Games. No joke. Naja. So. Ja. Den Debuff, den Defense Buff nützt denen auch nichts. Easy gehen wir hier durch. Boom. Natürlich gehen wir auch hier easy durch. Ja, die Twins sind ehrlich meine Lieblingsmonster. Haben wir auch unser Ziel schon erreicht, Stage 15. Und zwar genau jetzt. Ja, ist ja klar, nicht allzu schwer. Ich werde dann oft off-cam 15 Stages machen und beim normalen TOA werde ich bis 50 oder einfach bis da, ich schaue mir nochmal das Video an, wie weit wir gekommen sind und dann einfach bis dahin ja weitermachen. Ich glaube, es war 56. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber ich glaube, es war 56. So.
Können wir sonst noch was machen? Machen wir Rache. Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt das Video beenden möchte. Ich meine, wenn wir schon direkt einen geilen Lauf haben beim First Try. Ja, so viel dazu. Ich möchte unbedingt beim vierten Slot Crit Damage haben. Komm bitte, gib mir das. Okay, Speed. Ist okay. Beschwere ich mich nicht. Ich hab's übelst schwierig mit den Runen, Leute. Ich habe alles, was ich gebrauchen könnte. Außer beim 14 Slot Crit Damage. Das wird mir einfach nicht gegönnt. Ich bin sogar zufrieden, wenn es ein 5, also 5 Sterne Runen ist. Ohne Witz, Hauptsache Crit Damage. In diesem Slot. Und zwar für Gewalt und Rache. Rache habe ich noch nicht allzu viel. Aber schon ein bisschen angesammelt. Die Spalte ist sogar leer. Ist schon sogar leer. Boah, ich kann nicht reden. Miese. Sehr mies. Ja. Aber nee. Ich möchte jetzt das Video nicht allzu lange strecken. Aber auf jeden Fall, Leute. Hat es wieder, wie immer, mir übelst Bock gemacht. Ich weiß, mein Deutsch ist ein bisschen schwierig. Aber scheiß drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne unbedingt ein Like da und seid unbedingt drauf gespannt, was die nächsten Wochen euch erwarten wird. Ich sag's euch jetzt schon, es wird viel aktiver, dieser Kanal. Natürlich hoffe ich auch, dass es so bleibt. Aber die letzte Woche war übelst nicht so eine gute Woche. Da kamen nicht allzu viele Videos raus, aber ab nächste Woche, wenn wir schon Borderlands haben, alle zusammen, dann wird es richtig geil sein. Und sollte Fusion keine Zeit haben oder keine Lust mehr haben an Borderlands, weil er es eigentlich zum ersten Mal spielt, so richtig Borderlands. Er war nie so wirklich ein Borderlands-Spieler. Man weiß leider nicht, ob er auch Bock hat. Aber naja, wir sehen es dann. Wenn er nicht mehr mitmachen will, dann mache ich es einfach fertig. Und jo. Dann würde ich sagen, ne? Wie gesagt, schon sind wir direkt abgeschweift, wie immer eigentlich. Ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.